Es ist sehr beeindruckend, einfach an einem ganz konkreten Einzelschicksal wie dem von Raif Badawi nochmal zu sehen, wie die Freiheiten, die Möglichkeiten, die wir jeden Tag selbstverständlich nutzen und uns vielleicht schon aufregen, wenn wir für eine Meinungsäußerung einfach mal Gegenwind bekommen, wie anders die Lebensbedingungen in Saudi-Arabien sind, dass die Freiheit, das Leben gefährdet ist dafür, dass man einfach andere Meinungen äußert. Das finde ich immer wieder sehr beeindruckend und das ist so wichtig, dass wir uns das bewusst machen, wie nicht selbstverständlich das ist, was wir genießen. Und vielleicht, ich finde es auch ein Ansporn, selbst mehr Courage zu zeigen unter den Bedingungen, unter denen wir leben. Wie viele Menschen denken taktisch und sagen zum Beispiel, sie engagieren sich nicht in einer Partei oder treten nicht zu Kommunalwahlen oder so an, weil das könnte einen möglichen Auftraggeber vergrätzen oder so. Das sind doch keine schönen und so taktischen Überlegungen, wo es um viel weniger Nachteile geht als für Menschen wie Raif Badawi, die wirklich für elementare Menschenrechte ihr Leben opfern müssen.